Das Thema heute Abend, wie wir schon gesagt haben, wird folgendes sein. Ein bedeutungsvoller Traum, Weltregierung oder Gottesreich. Es wurde vorhin schon gesagt, jeder von uns hat Träume. Jeder von uns hat schon mal irgendwo einen besonderen Wunschtraum gehabt, den er sich vielleicht in Erfüllung gehen lassen will. Manche träumen von einem Sechser im Lotto und verlieren ihr ganzes Vermögen während ihrer Lebzeit. Manche träumen aber auch davon, dass sie einmal irgendwo die Möglichkeit hätten, in den Weltraum zu kommen. Und scheinbar, so zeigen uns die Entwicklungen der letzten Jahre, dass dieses Ziel immer näher kommt. Denn seit einigen Jahren gibt es ein Projekt. Die NASA hat an Privatfirmen eine Ausschreibung gemacht, und zwar eine Ausschreibung, dass Privatfirmen jetzt in der Lage sind, anstelle von NASA einen Zweig auszubauen, den man in wenigen Jahren als Industriezweig nützen möchte. Und zwar dafür zu sorgen, innovativ zu sein und Ideen zu sammeln, wie man in den nächsten Jahren Menschen von der Erde sicher in den Weltraum und sicher wieder zurückbefördern kann, und zwar um einen Weltraumtourismus anzukurbeln. Das heißt, die Wissenschaftler, die NASA und Privatfirmen arbeiten auf Hochtouren, um in den nächsten Jahren es zu schaffen, ganz normale Touristen in den Weltraum zu befördern, vorausgesetzt, sie haben das Geld, um dorthin zu reisen. Man spricht jetzt schon von Weltraumurlauben. Um das voranzutreiben, haben sie einen Preis ausgesetzt, und zwar von 10 Millionen Euro. Die NASA setzt einen Preis aus von 10 Millionen Euro für diejenigen, die die Ersten sind, also die Firma, die Ersten sind, um drei Personen in den Weltraum sicher zu befördern und wieder zurück zu befördern, ohne größeren Aufwand, den man betreiben muss bei Astronauten. Und wir denken, das ist alles irre und das ist einfach Unsinn. Aber wir werden erstaunt sein. Es gibt schon das erste Reisebüro. Es gibt schon das erste Reisebüro, das Buchungen nimmt für den ersten Urlaub im Weltraum. Ich meine, Amerika war schon immer in dem Bereich, wenn es um neue Ideen ging, etwas vorschnell, aber das ist kein Scherz. Es gibt tatsächlich schon ein Reisebüro, wo man nicht nur einen Flug nach Rom oder nach Mailand oder nach New York buchen kann, sondern einen Flug buchen kann in den Weltraum und wieder zurück. Und zwar ist es eine Zweigfiliale, ich komme gleich darauf, der Hilton-Kette, schon mal vielleicht gehört, Hilton ist eine weltweit bekannte Hotelkette, für die ich keine Werbung machen will. Aber man hat seit 1999, um deutlich zu machen, dass das wirklich ernst ist, was ich hier heute Abend sage, hat man internationale Konferenzen gehalten, weltweit.
In den wichtigsten Städten, in Japan, Deutschland, London, Amsterdam, Washington, Long Beach in Kalifornien, man hat Konferenzen gehalten, bei der sich Wissenschaftler, Industrielle, reiche Leute und sonstige Interessierte sich zusammengetroffen haben und sich Gedanken gemacht, wenn der Tag kommt, wo wir Weltraumtourismus haben werden, wie gehen wir dann um mit Weltraumverschmutzung, wo kommt der Müll hin und solche Dinge werden schon besprochen auf Konferenzen. Und das heißt, es ist den Leuten wirklich ernst. Und diese Hilton-Hotelkette hat auch schon Namen gefunden, wie sie die ersten Hotels nennen will im Weltraum. Zum Beispiel Space Islands und Orbital Hotel. Das ist kein Scherz. Und diese ersten Urlaubsaktivitäten, die Hilton und andere Reisebüros planen, sind zum Beispiel, und sie werben jetzt schon damit, um zu buchen, sie werben mit Entspannung bei romantischer Erdansicht, Badminton und Tennis und Basketball ohne Gravitation. Das heißt, man kann so richtig mal üben, im langsamen Format den Ball über das Netz zu bekommen. Es hört sich alles irrsinnig an. Aber alles, was ich hier zeige, sind ernst gemeinte Überlegungen über den zukünftigen Weltraumtourismus. Schon mal was gehört von Wassertropfen tauchen? Das bedeutet, es wird vielleicht der Hit werden beim Weltraumtourismus. Man nimmt einen großen Eimer Wasser und schüttet ihn in die Luft. Und da es keine Erdanziehungskraft gibt, gibt es da eine große Wasserblase und dann kann man mit dem Kopf in die Wasserblase hineintauchen und solche mehr oder weniger versponnenen Dinge werden hier vorgeschlagen. Oder, was sie noch vorschlagen, ist Weltraumgolf für alle, die mal das nicht nur 200 Meter weit den Golfball schießen wollen, sondern die einfach mal einen Golfball in das fernste Universum schießen wollen. Und dann zu Hause, wenn sie zu Hause sitzen und ihren Enkelkindern sagen, ich habe einen Golfball in die fernste Galaxie geschossen und die Enkelkinder solche Augen machen werden. Nun, ich sage das mit ein wenig Witz, mit einem Augenzwinkern, aber was ich Ihnen sage, ist ernst. Weltraumtourismus für die Zukunft. Und einige Probleme sind noch zu lösen, aber ich bin mir sicher, in den nächsten Jahren werden Sie daran arbeiten. Man schätzt, dass der erste Ausflug in einigen Jahren für Touristen zu haben sein wird, für etwa 50.000 bis 70.000 Euro. Also wenn Sie mal nicht an die Costa Blanca wollen oder irgendwo an diese langweiligen Strände, wo kaum noch ein Platz am Strand zu finden ist, dann fangen Sie vielleicht jetzt schon an zu sparen und dann werden Sie vielleicht in 10 Jahren oder 15 Jahren eine Woche im Urlaub sich leisten können. Aber jetzt ganz ernst. Menschen haben einen Traum. Die Menschheit hat einen Traum und viele haben den Traum, irgendwo mal die Grenzen zu sprengen. Die Menschheit träumt davon, von einem neuen Reich, irgendwo im Universum. Man träumt davon und erforscht schon die fernsten Galaxien. Versucht man. Man fängt schon an zu erforschen den Mars, ob es möglich wäre, dort zu leben, weil die Menschen merken, irgendwie auf dieser Erde könnte es so sein, dass vielleicht hier irgendwann mal es eng wird mit den Ressourcen und so weiter. Die Menschen haben einen Traum und dieser Traum ist, ein Reich aufzubauen, ein Reich, das ewig besteht. Ein Reich, das nicht abhängig ist von Erdölressourcen, von Gasressourcen, von Wasserressourcen und von all den Dingen. Sie suchen nach der Möglichkeit, ein ewiges Reich zu bauen. Die Frage dabei ist nur, wie soll das geschehen? In Wirklichkeit ist dieser Traum kein neuer Traum. Ein ewiges Reich zu bauen, das keine Grenzen findet, durch unsere Erdkugel, sondern ein Reich, das ewig währt. Woher kommt dieser Wunsch? Woher kommt dieser Traum in den Menschenköpfen? Die Bibel gibt uns Antworten darauf. Jesus Christus zeigt uns in der Bibel, dass es tatsächlich eines Tages so etwas geben wird wie eine Weltraumreise. Aber nicht einen Urlaub für 5-6 Tage im Weltraum für 70.000 Euro.
Die Bibel spricht davon, dass Gott ein Reich aufbauen wird und wie in Johannes 14, Vers 1 bis 3 steht, er kommen wird und uns mit zu sich nehmen wird, und zwar in ein Reich, das real ist. Ohne Wassertropfen, Tauchen und all diesen Unsinn, darf ich mal sagen, sondern ein Reich, das wirklich real sein wird. Und die Bibel spricht davon, von einer Reise in den Weltraum, die real sein wird. In die fernsten Galaxien. An einen Ort, den wir bisher noch nicht kennen. Die Bibel zeigt uns, dass Jesus Christus bald kommt. Das haben wir in den letzten Abenden studiert und wir wollen heute einen Schritt weitergehen. Es heißt hier im Buch der Offenbarung, hört Johannes Folgendes zu ihm gesagt, dass Folgendes zu ihm gesagt wird. Siehe, ich komme bald und mein Lohn mit mir. Und dieser Lohn wird viel mehr sein als einfach mal ein Weltraumurlaub, wo wir dann wieder zurück müssen in unsere Realität. Ein Lohn, einem jeden zu geben, wie seine Werke sind. Jesus Christus, wenn er kommen wird, wird in unsere Realität eintauchen, das haben wir studiert, und wir werden sehen, wie dann etwas völlig Neues beginnt, das eigentlich die Menschheit seit Jahrtausenden schon sucht. Nämlich ein Reich, das nicht vergehen wird. In Offenbarung 19, Vers 6 heißt es, Halleluja, das ist hebräisch und heißt, lobet den Herrn. Lobt den Herrn. Und der Grund dafür ist der, der jetzt gesagt wird, denn der Herr, unser Gott, der Allmächtige, hat das Reich eingenommen. Schon mal überlegt, von welchem Reich hier gesprochen wird in Offenbarung Kapitel 19. Welches Reich hat Jesus eingenommen? Könnte es sein, dass es hier um ein Reich geht, das Jesus schon eingenommen hat, das seit Jahrhunderten, ja seit Jahrtausenden, alle Großen dieser Welt versucht haben, einzunehmen? Nämlich ein Reich, das nicht vergeht. War es nicht das, was alle großen Führer dieser Erde eigentlich angestrebt haben? Ja oder nein? Der Zündstoff für alle Konflikte in unserer Geschichte war doch letztendlich der Wunsch, ein Reich aufzubauen, das nicht mehr vergeht. Jesus Christus, vor 2000 Jahren, versammelte seine Jünger und er hielt ihnen eine Rede und eine Predigt. Und in dieser Predigt in Matthäus spricht er etwas an, das heute uns Abend sehr, sehr wichtig als ein Schlüssel, als ein hermeneutischer Schlüssel dienen wird, um die Offenbarung besser zu verstehen. Schauen wir uns mal an, was hier Jesus sagt über den Propheten Daniel. Das Buch Daniel ist ein prophetisches Buch im Alten Testament und dieses Buch Daniel ist, wie gesagt, ein Schlüssel. Es kam von jemandem mal die Frage vor einigen Tagen, warum viele heute die Offenbarung nicht wirklich richtig verstehen können. Mit einer der Gründe ist, weil viele Menschen das Alte Testament nicht wirklich mehr akzeptieren als ein Buch, das heute noch Bedeutung hat. Aber Daniel und andere Propheten haben wichtige Dinge zu sagen für die heutige Zeit. Und Jesus macht uns darauf aufmerksam in Matthäus Kapitel 24, dass wir gut daran tun, Daniel zu studieren. In Vers 15 spricht Jesus hier von den Vorhersagen Daniels. Er sagte, wer es mit aufgeschlagen hat, er sagt, was durch den Propheten Daniel gesagt ist. Wer das liest, was Daniel gesagt hat, der soll begreifen. In manchen Bibeln steht, der merke auf. In der Luther-Übersetzung steht, der merke auf. Aber besser ist für unser Deutsch, der soll begreifen. Mit anderen Worten, Jesus Christus selbst sagte vor 2000 Jahren was? Dass wir den Propheten Daniel lesen sollen, weil Daniel etwas sagt, das wir begreifen sollen. Viele sagen, Daniel, das ist doch nur ein Aufschneider gewesen. Ein Aufschneider, der etwa um 168
vor Christus lebte in der Zeit der Makkabäer. Er war gar nicht wirklich Prophet. Er war jemand, der einfach Ereignisse niederschrieb von der Zeit, etwa um 600 vor Christus, damals in der babylonischen Zeit. Und das hat er dann einfach zurückdatiert, seine Aussagen, weil es ja schon geschehen war. Und Daniel ist nicht wirklich ernst zu nehmen. Aber was sagt Jesus? Jesus sagt, wie nennt er Daniel? Er nennt Daniel einen Propheten. Achtung, Jesus Christus selbst nennt Daniel einen Propheten. Das ist der Grund, warum ich glaube, dass Daniel glaubwürdig ist. Denn Jesus Christus, der Herr selbst, sagt, er ist ein Prophet. Und wir sollen beachten, was der Daniel schreibt. Schauen wir mal in das letzte Kapitel von Buch Daniel, Kapitel 12, Vers 4. Als Daniel schon als reifer alter Mann kurz vor dem Zeitpunkt steht, wo er zur Ruhe gelegt wird und lebenssatt sein Leben beenden wird. Und bevor das geschieht, lässt Gott durch einen Engel in Kapitel 12 zu Daniel etwas sagen. Und da heißt es, und du Daniel, verbirg diese Worte und versiegle dieses Buch. Stellen wir uns das mal buchstäblich vor. Er sagt, das alles, was ich dir gesagt habe, durch den Engel Gabriel in diesem Buch, und wir werden in dieser Serie einige Abende haben, wo wir Erstaunliches studieren werden für unsere Zeit. Und er sagt, das alles, was ich hier dir schreibe, versiegle es, mach ein Siegel drauf bis zu einer bestimmten Zeit. Und bei dieser Zeit werden es viele durchforschen, das Buch Daniel, und was werden sie daraus bekommen? Große Erkenntnis. Jesus sagt vor 2000 Jahren, was Daniel gesagt hat, geschrieben hat, der soll begreifen, wir sollen begreifen, was Daniel geschrieben hat. Weil das, was in Daniel geschrieben ist, auf welche Zeit gilt? Auf die letzte Zeit. Bitte prüfen in Ihrer Bibel, ob das genauso steht. Was ist das, was Jesus erwähnt und was schon im Buch Daniel 600 Jahre vor Christus uns mitgeteilt wird, dass es auf die letzte Zeit hin versiegelt werden soll? Viele werden es durchforschen und große Erkenntnis finden. Heute Abend wollen wir im buchstäblichen Sinn uns die Offenbarung Jesu anschauen. Wer weiß noch, wir haben ja gelernt, was das Wort Offenbarung heißt im Deutschen. Wir sagen auch manchmal die Apokalypse. Wer weiß noch, woher das Wort kommt? Offenbarung, Apokalypse. Ich habe es erwähnt. Im klassischen Griechisch wurde es benutzt, damals bei den Griechen, wenn eine Theatervorstellung begann und man sagte Apokalypten für das, wenn der Vorhang aufging. Und heute Abend wollen wir uns durch den Propheten Daniel den Vorhang wegziehen lassen und hindurchschauen in die Zukunft, indem wir zuerst in die Vergangenheit schauen. Denn wir können die Zukunft nur verstehen, wenn wir wissen, was in der Vergangenheit Gott getan hat. Tauchen wir mal ein, und ich lade Sie ein, nun jetzt etwa 2500 Jahre mit mir zurückzugehen heute Abend. Wir werden heute Abend sehen, wie es um das kleine Reich Babylon geht, man sagt heute dazu den fruchtbaren Halbmond. Wir werden sehen, wie wir eine Prophetie studieren, die zeigen wird, wie der Beginn eines Weltreiches nach der Sintflut hier seinen Anfang nahm, das heutige Irak, das ist der heutige Irak, und wie seitdem der Versuch gestartet wurde, durch die ganze Antike ein Weltreich nach dem anderen aufzubauen und etwas zu erreichen, nämlich eine Weltherrschaft. Aber das Besondere an dieser Weltherrschaft, danach Griechenland, eine Weltherrschaft ohne Gott. Und so kam ein Reich nach dem anderen. Und wir werden heute sehen, dass das schon Gott vorhergesagt hat, um uns heute, die wir in der Zeit vor der Wiederkunft leben, etwas zu verstehen und zu begreifen, was wir begreifen müssen. Nicht sollen, müssen.
Wie gesagt, es war etwa vor 2500 Jahren am Hofe Nebukadnezars. Da träumte eines Nachts der König Nebukadnezar einen Traum, der nicht irgendein Traum war, sondern ein Traum, der ihn nicht mehr losließ, und er aufwachte und dieser Traum ihn so beschäftigte, dass er am anderen Tag, als er aufwachte, außer sich war. Das Besondere war, er konnte sich nicht mehr daran erinnern, was er träumte. Aber es hat ihn in seinem Traum so gepackt und so innerlich aufgewühlt, dass er gar nicht mehr diesen Traum aus dem Kopf bekam. Und so steht hier in Daniel Kapitel 2, und wir können die Bibel gern aufschlagen, denn wir werden jetzt die nächsten Minuten uns in diesem Kapitel ein wenig bewegen. In Daniel Kapitel 2 lässt uns Daniel wissen, der Zeitzeuge ist, ja mehr noch, der in die Situation mit verwickelt war, wissen, was damals geschah. Damit wir keinen Zweifel haben, dass das wirklich historisch ist, was hier geschieht, wird uns angegeben, wann es geschehen ist. Im zweiten Jahr seiner Herrschaft hatte Nebukadnezar einen Traum, über den er so erschrak, dass er aufwachte. Schon mal erlebt? Etwas geträumt, das uns so erschreckt hat, dass wir auffahren und auf einmal im Bett sind und denken, boah, das war ein Traum, bin ich froh. Schnell wieder schlafen, nur noch 3 Stunden, bis ich aufstehen muss. Schon mal erlebt? Erschrocken, aufgefahren im Traum? Und wir erinnerten uns, was für schreckliche Gedanken wir hatten, vielleicht ein Albtraum für irgendwas anderes. Er hatte einen Traum, aber dieser Traum ließ ihn nicht mehr los. Als er aufwachte, versuchte er sich zu erinnern. Er versuchte mit aller Kraft sich zu erinnern, was war das, was ich heute geträumt habe, was mich so erschreckt hat. Denn es war für mich lebenswichtig. Und er war so verzweifelt und er hatte eine Idee. Denn Babylon ist eigentlich der Geburtsort der modernen Wahrsagerei und Astrologie. Wir wissen heute anhand von von Forschungen in der Archäologie, wer mal im Pergamonmuseum war, kann da sehr viele wichtige Informationen sammeln, dass Babylon tatsächlich die Wiege ist der Astrologie und der, nicht der Kosmologie, sondern der Astrologie. Und Nebukadnezar dachte, kein Problem. Ich werde meine Wahrsager rufen und werde all meine Hellseher rufen und meine Sternendeuter und Astrologen, und die werden mir sagen, was ich geträumt habe. Denn die kennen ja die Zukunft. Und so ließ er sie rufen und er sagte ihnen sein Anliegen. Er sagte, deutet ihr mir den Traum. All die Astrologen, Magier und Zauberer ließ er kommen und sie stehen vor dem König und sie sagen, der König lebe ewig. Sage deinen Knechten den Traum und wir wollen ihn dir deuten. Aber Nebukadnezar war nicht dumm. Ich könnte mit ihnen einen Test machen. Sie sagen mir einfach, was sie letzte Nacht geträumt haben und ich sage ihnen, was es bedeutet. Sollen wir den Test machen, ob ich irgendeine Deutung finde? Heute sind die Bücherregale in den Bücherläden voll mit irgendwelchen Büchern, die über Traumdeutung. Und dann gibt es die seltsamsten Dinge, die wir heute selber vielleicht mal im Volksmund weitergeben. Was ist, wenn man von Spinnen träumt? Wie ist es, wenn man Affen sieht? Schon mal gehört? Oder wenn man träumt, man würde fliegen, was das bedeutet? Es gibt heute den größten Unsinn, den wir heute in Büchern lesen können, was das und jenes bedeutet. Hätte Nebukadnezar den Zauberern, Magiern und Astrologen gesagt, was er geträumt hätte, was er gar nicht konnte, denn er konnte sich nicht mehr daran erinnern, hätten sie was gemacht? Das, was sie heute machen, können wir uns erinnern an den ersten Abend, was der Herr Kunkel von dieser Institution, die Parawissenschaften untersucht, was er sagte, wie viel Treffer heute Wahrsager in Deutschland haben, wenn sie etwas tun? Können wir uns erinnern, wie er es verglich? Texanische Scharfschützen, die auf einen Scheunentor schießen und dann hinter die Einschläge mit einem Stift einen Kreis malen. Und genau das wäre geschehen in Babylon.
Sag uns deinen Traum und wir nehmen dann den Stift und wir werden dann einen Kreis drum malen und werden dir genau sagen, was es bedeutete. Aber Nebukadnezar war nicht dumm. Er sagte, sagt ihr mir den Traum, dann kann ich nämlich merken, dass ihr die Wahrheit sagt. Denn jeder kann hier kommen und mir irgendetwas deuten. Sagt mir den Traum, so kann ich merken, dass ihr auch die Deutung trefft. Denn wer die Zukunft kennt, der weiß doch, was er geträumt hat, oder nicht? Nun, das wird wahrscheinlich der einzigste Moment gewesen sein in ihrem Leben, dass sie die Wahrheit gesagt haben, die Astrologen und die Zauberer und die Sterndeuter in Babylon. Sie sagen nämlich hier die ganze Wahrheit. Sie sagen, König, das ist, geht nicht, es gibt keinen Mensch auf dieser Erde, der das tun kann, was du verlangst. Keiner kann das sagen, was jemand geträumt hat, wenn er nicht weiß, was der Traum ist. Was sie hiermit eigentlich sagen ist, wir müssen leider kapitulieren, wir haben keine Möglichkeit, dir das zu erfüllen, was du dir wünschst. Und das hat den König sehr zornig gemacht. Er wurde wütend darüber, dass er jahrelang diese Leute bezahlt hat mit einem großen Gehalt und sie sich an seinem Hofe gehalten haben und vorgegeben hätten, sie könnten etwas, aber in Wirklichkeit können sie gar nichts. Und das hat ihn so wütend gemacht, dass er gesagt hat, ich werde im ganzen Land Babylon, in meinem Reich, werde ich, wenn die Deutung nicht kommt, werde ich alle Astrologen, alle Zeichendeuter, alle Chaldeer, die sich hier mit diesem Berufsbild identifizieren, werde ich töten lassen. Und davon hörte ein junger Mann namens Daniel, von dem Jesus sagt in Matthäus 24, Vers 15, dass er ein Prophet ist. Das heißt, ein Prophet, haben wir darüber gesprochen, ist ein Mensch, der was? Selbst die Zukunft weiß? Nein. Was ist der Unterschied zwischen einem Astrologen, einem Wahrsager und einem biblischen Prophet? Ganz einfach, der biblische Prophet ist nichts anderes als das Sprachrohr, der Mund Gottes. Denn es gibt niemanden anders als Gott, der die Zukunft kennt. Und Daniel erfährt davon und er geht zu dem Angestellten, der am Hof die Verantwortung hat, und sagt ihm, ich habe davon gehört, dass alle Astrologen getötet werden sollen. Und Daniel hat einen wunderbaren Charakter gehabt. Nicht nur, dass er selbst zu denen gehörte, die über die Zukunft, das steht im Kapitel 1, etwas wussten, als von Gott als Prophet berufen wurde. Er macht sich auf und geht zum König Nebukadnezar und er macht ihm ein interessantes Angebot. Er sagt, gib mir die Zeit. Es gibt jemanden, der Geheimnisse kennt. Und ich werde darum beten, ob der Gott des Himmels und der Erde dir die Antwort gibt für deinen Traum. Und er macht das einzig Richtige. Er geht zurück, zieht sich zurück und betet zum Gott des Himmels. Und dieses Gebet ist einer der schönsten Gebete in der Bibel. Er sagt in Daniel 2, Vers 20 bis 23, gelobt sei der Name Gottes von Ewigkeit zu Ewigkeit, denn ihm gehören Weisheit und Stärke. Er ändert Zeit und Stunde, er setzt Könige ab und setzt Könige ein. Er gibt den Weisen ihre Weisheit und den Verständigen ihren Verstand. Und jetzt kommt's. Er offenbart. Gott offenbart, was tief und verborgen ist. Und das war das Problem Nebukadnezars. Sein Traum war so tief und so verborgen und das hatte Gott mit Absicht gemacht. Denn Gott wollte ein für alle Mal klären in Babylon, dass die Chaldeer, diese Wahrsager und Zauberer und Zeichendeuter gar nichts können. Dass es nur einen Gott gibt, der die Zukunft kennt. Und dieses Problem dürfen wir nicht in die Antike hineinversetzen und sagen, wir sind heute so klug, wir glauben sowas nicht. Seit dem Babylonischen Reich vor 2500 Jahren sind wir noch viel abhängiger geworden von Menschen, die uns die Zukunft deuten wollen. Darf ich mal fragen, wer schon mal einen Blick gewagt hat, so in die Spalte einer Zeitung und geguckt hat, was so in seiner nächsten Woche passieren wird? Vielleicht in der Vergangenheit? Irgendwann mal? Da ist eine Person, die sich traut. Ich weiß, hier sitzen viele, die irgendwann mal schon mal hineingespickelt haben und gedacht, naja, ich schaue mal kurz, was da für ein Unsinn steht. Aber irgendwie interessiert es mich.
Gott hatte damals Nebukadnezar den Traum mit Absicht vergessen lassen, damit ein für alle Mal klar wird, dass diese Scharlatane in Babylon keine Ahnung haben über die Zukunft. Denn es gibt nur einen, der offenbart, was tief und verborgen ist. Er weiß, er rät nicht, er weiß, was in der Finsternis liegt, denn bei ihm ist lauter Licht. Und jetzt sagt Daniel, ich danke dir und lobe dich, Gott, meiner Väter, dass du mir Weisheit und Stärke verliehen und jetzt offenbart hast, was wir von dir erbeten haben. Welch ein Unterschied und Kontrast zu den Zeichendeutern und Wahrsagern in Babylon. König, sag uns deinen Traum. Wir werden dir sagen, was es bedeutet. Daniel sagt, Herr, du bist der Einzige. Denn du hast uns die Königssache offenbart. Und das ist der Grund, warum wir gut daran tun, sagt Jesus Christus, Daniels Traum zu verstehen. Denn dieser Traum geht auf die Zeit des Endes. Schauen wir uns an, was jetzt, als er nach diesem Gebet und nach dieser Erfahrung wieder, als er zum König geht, dem König mitzuteilen hat. Er sagt ihm, es gibt einen Gott im Himmel, der Geheimnisse offenbart. Und er hat dem König Nebukadnezar gezeigt, was in wann? In Zukunft geschehen soll. Das heißt, der Traum, den Nebukadnezar vergaß, hat mit der Zukunft zu tun. Können wir uns an diese Aussage erinnern? Haben wir die schon mal gehört? Wer kann sich daran erinnern, an die letzten Abende, wo wir die Aussage schon mal gehört haben, was in der Zukunft geschehen wird? Offenbarung Kapitel 1. Selig ist, der da liest, die da hören und die behalten die Worte, die in diesem Buch geschrieben sind, denn die Zeit ist nahe. Die Offenbarung hat das Interesse, uns zu offenbaren, was bald geschehen wird, was in der Zukunft geschehen wird. Und vielleicht gibt es manchen von uns, der in der Vergangenheit gesagt hat, wir leben im 21. Jahrhundert. Das kann doch nicht wirklich sein. Wir werden sehen, Gott hat etwas offenbart, das für Sie und für mich von großer Bedeutung ist. Und jetzt gibt Daniel die Deutung. Er sagt, du König hattest einen Traum. Und siehe, und jetzt sagt er, was er träumte. Und siehe, ein großes, hohes und hellglänzendes Bild stand vor dir. Das war schrecklich anzusehen. Das Haupt des Bildes war von feinem Gold. Seine Brust und seine Arme waren von Silber. Sein Bauch und seine Lenden waren von Kupfer. Seine Schenkel waren von Eisen und seine Füße waren teils von Eisen und teils von Ton. Das sahst du, bis ein Stein herunterkam, ohne Zutun von Menschenhänden, der traf das Bild an seinen Füßen, die von Eisen und Ton waren, und zermalmte sie. Da wurden miteinander zermalmt, Eisen, Ton, Kupfer, Silber und Gold. Da wurden sie wie Spreu auf der Sommertenne und der Wind verwehte sie, dass man sie nirgends mehr finden konnte. Und dann heißt es hier, der Stein aber, der das Bild zerschlug, das Standbild, wurde zu einem großen Berg, sodass er die ganze Welt füllte. Sehr viele Bilder in dieser Deutung des Traumes von Daniel, den Jesus ein Prophet nennt. Und wenn wir an diesen Traum kommen und das lesen, dann neigen wir dazu zu sagen, Entschuldigung, aber ich habe ehrlich nur Bahnhof verstanden. Ich habe keine Zeit für sowas. Ich habe wichtigere Sachen zu tun. Ich muss arbeiten, ich muss meine Kinder versorgen. Wie geht's uns nach diesen Versen? Haben wir den Durchblick? Merken wir, wie wir Gott brauchen? Es langt nicht einfach, Aussagen zu haben, die uns vor die Füße gelegt werden. Wir brauchen eine zuverlässige Deutung. Und als er das gesagt hatte, dem König Nebukadnezar, fiel es ihm plötzlich wie Schuppen von den Augen. Plötzlich hörte er zu und hörte Daniel zu und er erinnerte sich an die Nacht zuvor und dass er genau das sah in seinem Traum. Und er sagte, Daniel, du hast recht, ich erinnere mich jetzt wieder. Ich sah dieses große Standbild mit einem, das mir sehr ähnlich sah
Und das hatte einen goldenen Kopf und eine Brust von Silber und eine Lende von Kupfer und Beine aus Eisen. Daniel, du hast recht. Jetzt kann ich mich wieder dran erinnern. Und ich habe auch gesehen, dass dieses Standbild auf tönernen Füßen stand und da kam ein Stein und ich hatte große Angst und plötzlich sah ich, wie der Stein das Standbild traf und alles zermalmt wurde und wie Staub im Wind verweht wurde. Daniel, du hast recht. Ich kann mich genau erinnern. Und in dem Augenblick ging in dem König Nebukadnezar etwas vor. Die nächste Frage, die in ihm aufkam, war die: Daniel, du hast mir genau sagen können, was mein Traum war. Was bedeutet es? Die nächste Frage, die ihn wirklich innerlich beschäftigte, war: Was bedeutet das, was ich gesehen habe? Denn ich sehe jetzt, dass du wirklich ein Prophet bist. Bitte sag mir die Deutung. Und Daniel zögert nicht. Er sagt in Vers 36 in ihrem Kapitel: Das ist der Traum. Und nun wollen wir die Deutung vor dem König sagen. Ab Vers 37 sagt jetzt dem König Daniel, was es bedeutet. Warum ist das so wichtig? Warum schauen wir das heute Abend an? Vor 2000 Jahren stand Jesus vor seinen Jüngern und er sagte, was Daniel sagte, der Prophet Daniel, das sollen wir verstehen. Deswegen studieren wir diesen Traum. Und er sagt ihm jetzt die Deutung: Du König bist ein König aller Könige, dem der Gott des Himmels Königreich, Macht und Stärke und Ehre gegeben hat. Du bist das goldene Haupt. Babylon wurde in dem Traum, das Gott dem Nebukadnezar gab, dargestellt als ein goldenes Haupt. Und das ist das Reich Nebukadnezars, das von 605 vor Christus bis etwa 539 vor Christus die Weltmacht auf dieser Erde war. Es gab andere Länder, es gab andere Mächte, es gab andere Könige, aber es gab kein Königreich, das solch eine Macht hatte und solch einen Reichtum hatte wie Babylon. Tatsächlich sehen wir, dass Gott nicht umsonst das Haupt als babylonisches Reich Gold gemacht hatte. Schauen wir uns mal das antike Babylon an. Wir wissen von Babylon maximal davon, dass es erwähnt wird, dass es hängende Gärten gehabt haben soll. Deswegen hängende Gärten, weil seine Frau war aus den Bergregionen und dort, Babylon war in der Ebene und er wollte seiner Frau ein Geschenk machen, damit seine Frau sich wohlfühlt und er hatte ihr nicht nur einen Garten angelegt, sondern er hatte seiner Frau ein Gartengebirge angelegt, dass es so den Eindruck hat, dass sie in den Bergen leben. Deswegen zählt man es heute zu den Weltwundern dazu. Aber was die wenigsten wissen ist, aufgrund von archäologischen Ausgrabungen und von den Tontafeln, die man fand mit den Angaben in Keilschrift, dass Babylon damals in der Antike eine Grundfläche hatte von 16 Quadratkilometern. Das ist ungefähr, nur mal zum Vergleich, zu den heutigen Städten, nicht damals, zum heutigen Rom, das etwa 9,6 Kilometer hat. Quadratkilometer. War schon mal jemand in Rom? Ist eine große Stadt, oder? Ich meine nicht nur um das Kolosseum. Ich meine Rom mit allen Nebenorten. Hat 9,6 Quadratkilometer. Babylon hatte schon damals 16 Kilometer im Quadrat. Athen im Vergleich hat 4,6. Wir können uns die Dimensionen in etwa vorstellen, die damals in Babylon, in dieser antiken Stadt schon, welche gewaltige architektonische Leistung dahinter stand. So hat sich hier der Künstler das vorgestellt. Wir wissen von archäologischen Ausgrabungen, dass die damals die Zikkuratbauten, die Türme und hier der Tempel des Marduks gewaltige Dimensionen hatten. Aber nicht nur das. Man fand anhand von Tontafeln, was darauf stand, als man sie auswertete, dass im Tempel Marduks, der 91 Meter hoch war und von dem man vermutet, dass es der Turm war, der in Babylon gebaut wurde, auf den wir später noch kommen werden. Er war etwa 91 Meter hoch,
außen mit blauer Keramik verziert. Man sieht die Wände zum Teil noch heute in Berlin im Pergamonmuseum. Wer war da schon mal dort? Gesehen, wie herrlich diese Prozessionsstraßen damals gewesen sein mussten? Unglaubliche Dimensionen und solche Schönheit. Aber das Interessante ist, dass sie innen, dieser Tempel Marduks, komplett mit Gold überzogen war. Der Altar, den man fand, und der Thron im Tempel Marduks bestanden aus 7,8 Tonnen etwa reinsten Gold. Um uns einmal eine Vorstellung zu machen, fast alles, was Nebukadnezar bauen ließ an besonderen Besonderheiten in Babylon, war aus Gold. Gott hatte nicht zufällig in dem Traum Babylon dargestellt als goldenes Haupt. Aber das sollte nicht das letzte Reich sein. Daniel sagt, nach dir, und das erschreckte ihn so im Traum, denn er dachte, er wird ein ewiges Reich bauen. Aber Gott zeigte ihm, nach dir wird ein anderes Königreich entstehen. Und das wird weniger an Bedeutung und an vielleicht an kultureller Pracht und an Reichtum haben. Das Gold, das Metall nimmt ab. Von Gold wird es zu Silber, aber das Metall wird härter. Schauen wir uns das an, was das Folgereich Babylons war. Wir können das heute übrigens, wir brauchen die Bibel für diesen Teil gar nicht. Wir können ein Geschichtsbuch uns holen und anschauen. Wir sehen, dass in der Geschichte es exakt so uns berichtet wird. Übrigens, nebenbei bemerkt, Geschichte ist nichts anderes als erfüllte Prophetie. Und Prophetie ist nichts anderes als sich zu erfüllende Geschichte. Man kann Geschichte mit Prophetie von der Prophetie nicht trennen. Das ist der Grund, warum viele Geschichtler heute die Geschichte nicht wirklich verstehen und warum viele die prophetischen Bücher in der Bibel nicht verstehen, weil sie sie von der Geschichte wegkoppeln. Das nächste Reich, das hier Babylon überwand und besiegte und zerstörte, war das Medo-Persische Reich von 539 bis 331 nach Christus. Hier sehen wir es auf der Landkarte und wir sehen im Vergleich zu Babylon was? Es war schon viel größer. Es war ein größeres Reich. Die Herrschaft und die Macht nahm zu. Wir sehen hier in der Bibel in Daniel einen historischen Bericht, der hochinteressant ist. Wie es dazu kam. So wie es Gott vorausgesagt hatte, war eines Nachts eine berauschende Orgie. Der Enkelsohn Nebukadnezars feierte ein Fest. Das wird uns beschrieben im Daniel Kapitel 4. Und während sie dieses Fest feiern, plötzlich während diesem Gelage und den stimmungsvollen Geräuschen und die Becher, die aneinander anklingen, um Gott besonders zu demütigen, hat man auch noch die Becher genommen aus dem Tempel, der damals zerstört wurde von Jerusalem, diese Geräte aus dem und die Becher aus dem Tempel in Israel. Und Belsazar, der König, plötzlich entdeckte etwas in dem Raum, wie an der Wand plötzlich eine Schrift erscheint, und zwar von einer Hand, die nicht sichtbar war, dass sie einen Körper führte. Und er sah plötzlich diese Schrift an der Wand. Wir haben ja heute noch im Volksmund ein ähnliches Sprichwort. Wenn wir sagen, da stand ein Mene Tekel über uns oder so etwas. Und er sah diese Schrift und die ganze Versammlung war still, selbst die Betrunkenen. Und er stand da und konnte diese Schrift nicht lesen. Und man ließ wieder Daniel rufen. Man wusste, aha, Daniel hat vor einigen Jahren schon einmal einen Traum gedeutet. Man ließ Daniel rufen und er deutete diese Schrift. Und hier stand dieser Satz, Mene Mene Tekel Upharsin. Und Daniel deutete diesen Satz und das heißt zu dem letzten babylonischen König. Das ist, Mene heißt, Gott hat dein Königtum gezählt und beendet. Tekel heißt, das ist, man hat dich auf der Waage gewogen und zu leicht befunden. Und Peres, wovon das Farsin kommt, das ist, dein Reich ist zerteilt und was? Den Medern und Persern gegeben. Das können Sie nachschlagen in Daniel Kapitel 4. Lässt Gott den letzten König in Babylon wissen.
Dein Reich hat ein Ende und es wird schneller geschehen, als du denkst. Und während diese Orgie lief in den Gemächern des letzten babylonischen Königs, geschah etwas Interessantes. Es wurde nämlich schon von draußen die Stadt Babylon in der Nacht belagert. Die Heere des Kores, des persischen Führers Kores, umlagerte die Stadt.